Der ganze Vorstand ist schon seit Monaten abhängig von VW. Die können schon seit Monaten nicht mehr frei reden. Die müssen sich immer schon gucken, was sagt Tante VW. Wenn Daimler-Benz Bankenauto kostet, dann ist doch ganz klar, wenn die den auch noch als Rennwagen rausbringen wollen, das muss man sich doch mal besonders bedenken. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn die Fusion jetzt, wenn die zustande kommt, dann ist der Kurs von 600 doch allemal. Können eine Sonderprüfung über die Bewertung verlangen und in dem Moment, wo eine Sonderprüfung kommt, muss auch eine Sonderprüfung über die Bewertungsfragen. Und wenn die Bewertungsfragen angestanden hätten zu einer Sonderprüfung, muss Audi die Hosen runterlassen. Hören Sie mal, ich bin ein ganz anderer Parteimann. Ich war 3,5 Jahre im Kreistag und Fechter und Landtagsmitglied. Das wissen die gar nicht, die Flaschen da. Ja, ja. Von wem aus? CDU? SPD. Ich komme noch nicht einfach auf die Idee, eine Partei zu gründen. Aber wir brauchen einfach eine moderne, praktische Partei ohne Ideologie. Wenn ich heute sage, ich gehe zur CSU, dann werde ich allein mit der Schablone, die man da vor sich sieht, schon identifiziert. Kannst du mal, gerade doch ein vernünftiger Mensch in der CSU gehen. Ja. SPD, FDP geht noch. Aber im Grunde genommen ist es da genauso. Wenn Sie sagen, heute ich bin SPD-Mann, dann werden Sie auch mit allen möglichen von vornherein identifiziert. Was da natürlich das SPD-Programm auch nicht uneingeschränkt bejahen. Das ist ja ganz klar. Gerade wenn man Sie finden überall was Negatives. Und bei der FDP wird es auch langsam schwierig. Aber was wir brauchen, ist wirklich eine neue praktische politische Partei, als neue, moderne, ohne praktisch, ohne Ideologie. Ich bin zum Beispiel für Trennung Kirche und Staat, raus mit der religiösen Schulen. Die Pfaffen sollen mal aktiv werden, Sonntagvormittags, am Tag des Herrn, und sollen nicht 4 Schulstunden stehlen die Woche über. Ich sage das sehr drastisch jetzt, auch für die Frommen unter Ihnen. Wir leiden doch unter dieser Ausbeutung der sogenannten Gläubigen. Kirchensteuern werden eingenommen in Milliarden. Jetzt müsste man aber um die Prozente, die müsste man noch mal draufdrücken. Ne? Da kommt noch. Ich meine, der Vertreter von der britischen Israelbank hat uns ja alle im Wind aus den See genommen, dass er gleich aufsteht und sagt, wir sind mit allem einig. Ich meine, wir sollten ruhig gar noch nicht so mit einig gehen. Wir sollten ruhig noch versuchen, noch was rauszuholen. Vielleicht liegt doch noch was drin. Wir müssen Herrn Wiebi noch mal ein bisschen an den Jank helfen. Erzähl doch mal davor. Herr Wiebi! Herr Fiebi, wir müssen Sie noch mal ein bisschen aufheizen, dass Sie noch mal ein bisschen sagen. Ich esse 5 Würste. Jawohl. Ganz wie Senf, und Senf macht frech. Dann kommen die ganzen Zusatz. Wie ist das denn? Wir sind von Kind an Senf, Herr Fiebi. Ja. Ich bin ja froh, dass wir heute die Möglichkeit haben. Ich habe es wahrscheinlich am Montag leichter mit Ihnen. Heiselbach. Ich freue mich sehr. Heiselbach. Sie sind einer der angenehmsten Manager. Immerhin, wir verkaufen unsere Ethik noch. Hallo, ist es vernünftig. Nee, Herr Fiebi, was ich noch fragen wollte, ob Sie den Zoom nehmen. Wissen Sie, wer das war hier? Nee. Hesselbach, Vorstandsvorsitzender der Bank für Gemeinwirtschaft. Tatsächlich, ich dachte, Sie hätten bloß ein bisschen ein paar Ultra mit. Das war Hesselbach, der Bank für Gemeinwirtschaft, der Bus der 4. Deutschen Großbank. Ja, nett. Darf ich Ihnen dann mal unterschiedliche Farben kennen? Ja, Sie. Mit Kalender gleich drin, ja. Das ist eine sehr nette. Brennende Werbung, ne? Ja, ja. Sehr dezent. Steht auch ein Name drauf, wenigstens. Nein, es dreht sich nur drauf. Ich hätte gerne mal hier anschreiben. Ja, wie haben Sie eine Karte da noch? Jetzt gebe ich Ihnen meine schöne Karte. Ich bin nämlich iOS-Mann. Wer ist ach, seit wann sind Sie das? Toll. Meter. Nach allen Tiraden gegen Tante VW und die Großbanken konnte man erwarten, dass nun im zweiten Teil das Blatt sich wende. Aber nichts davon. Für einen unbefangenen und unbewanderten Beobachter entwickelte sich die Hauptversammlung zum Scherbengericht. Mein Name ist Modemann. Ich vertrete nur 2 Stimmen. Ich habe mir den Luxus geleistet, hier nach Neckars umzukommen. Nicht, weil ich Aktionärsvertreter im Vorstand werden will, sondern weil mir als Kleinstaktionär die Vorschläge nicht gefallen. Just in dem Augenblick, in dem uns die goldenen Früchte für unseren risikofreudigen Einsatz und unsere jahrelangen Sorgen reifen, sollen wir den Einfluss auf unsere Firma an den europäischen Produktionsriesen Volkswagenwerk abtreten. Meine Damen und Herren, NSU hat eine Schokoladenseite, oder die Verwaltung von NSU hat eine Schokoladenseite und eine andere. Die Schokoladenseite ist hier gewürdigt worden. Es ist die unternehmerische Führung. Und die andere, die wir als langjährige Hauptversammlungsbesucher zur Genüge kennengelernt haben, das ist die Art und Weise,
wie man mit den Interessen der Aktionäre, mit den Anliegen der Aktionäre umgeht. Ich mache heute die vierte Generalversammlung von NSU mit. Jedes Mal persönlich als Kleinaktionär und zweimal gleichzeitig als Presseberichterstatter. Jedes Mal war ich erstaunt und erschrocken, in welcher unzureichender Weise die Wünsche der kleinen Aktionäre abgetan wurden. Wenn unsere kapitalistische Gesellschaft nicht immer stärkeren Angriffen von links ausgesetzt sein will, sollte sie sehr ernsthaft den hier geforderten Weg gehen und kleinen Aktionärsvertreter in die Aufsichtsräte wählen. Ich möchte kurz nur in einigen Stichworten meinen Unmut kundtun, dass die ersten Redner besonders doch ihre Aktien praktisch für ein Appel und ein Ei da verscheuern wollen an VW. Aber stellen Sie sich bitte einmal die Situation vor, sämtliche Depotbanken hätten sich irgendeiner Opposition von vornherein angeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir heute das Ergebnis erzielt hätten, dass das Volkswagenwerk in langsamen und geduldigen Einzelverhandlungen überzeugt werden konnte, diese Verbesserung zuzustehen. Und deshalb möchte ich den Sie dazu auffordern und hiermit auch den Antrag stellen, dass heute diesem Verschmelzungsvertrag nicht zugestimmt wird, sondern dass sich der Vorstand bemüht, einen neuen Vertragsentwurf vorzulegen, der sicherstellt, dass erstens das Problem klar 70 klar und deutlich geregelt ist, über das wir Aktionäre vorher informiert werden, und zwar gründlich informiert werden, und zweitens, der sicherstellt, dass die alten Aktionäre, die hier versammelt sind, mindestens 51% des Kapitals an der neu zu gründenden Gesellschaft behalten. Dankeschön. Das sah wirklich schlecht aus für den Vorstand. Und es wurde noch schlimmer, als er die Fragen der Opposition beantworten musste. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Beantwortung der Fragen. Wir beginnen mit den Fragen von Herrn Dr. Ertl. Ich darf die Fragen verlesen und Herr Dr. von Heidekamp wird die Antworten geben. Erste Frage: Wie ist die jetzige und zukünftige Lizenzpolitik von Audi und NSU? Die Grundsätze der bisherigen Lizenzpolitik werden unverändert fortgesetzt. Kostet es Sie zu viel Zeit, wenn ich das System der Lizenzvergabe noch mal kurz umreiße? Ich bitte jetzt darum, dass die Fragen den Aktionären hier in der Vollversammlung, wie ich so sagen darf, in gleicher Weise beantwortet werden, wie sie auch uns gegenüber beantwortet worden sind. Sonst halten wir uns nicht daran, die Opposition zurückzunehmen. Das war ein scheinbar kritischer Augenblick, in dem gutgläubige Revoluzzer noch einmal Hoffnung schöpften. Die Frage war, wie hoch wir den Umsatz für 69 schätzen. Sie wollen hören, dass wir es auf 2 oder 2,4 Millionen, ich habe die Zahl, für die nächsten Jahre 2 oder 2,4 Milliarden oder so etwas Ähnliches erhoffen. Ist das die Zahl, die Sie haben wollen? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht hier, es tut mir leid. Ich habe die Verhandlung nicht geführt, Herr Lotz, hier, Herr Hen. Augenblick. Wenn ihm das Wort mit dem Drücker erteilt wird, wollen Sie mir das Wort erteilen? Geht das jetzt? Aha. Also, wir haben unsere Fragen mit Fernschreiber an die Gesellschaft übermittelt und haben darauf Antworten bekommen. Und wir wollen jetzt nichts anderes, als dass Sie diese Antworten, die Sie uns gegeben haben, auch den hier versammelten Aktionären geben. Und wenn Sie nicht wissen, welche Antworten Sie uns gegeben haben, dann darf ich Ihnen mein englisches Konzept bringen. Aber ich bin überzeugt, der Herr Dr. Hen hat es vor sich auf dem Tisch liegen. Das hat er nicht gehabt, das Richtige, sondern jetzt habe ich das Richtige vor mir. Jetzt. Was will der? Soll der sprechen? Nein, nein. Wir sind richtig, wir sind sprechen. Sie können sprechen. Sie haben jetzt nicht das Wort. Es werden erst die Fragen beantwortet. Wir wollen diesen Punkt erst zu Ende bringen. Ja. Meine Damen und Herren und der Vorstand.
Nun wollte jeder noch einmal wissen, wie starke Worte er machen kann. Es war die letzte Gelegenheit, den großen Leuten die Zähne zu zeigen, wenn es auch nur Milchzähne waren. Sehr entscheidende Natur sind, das sind Aussagen, auf die die British Israel Bank ihre Bedingung offensichtlich gebaut hat, von der Opposition zurückzutreten. Mit Erschrecken, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Erschrecken habe ich jedoch zur Kenntnis genommen, dass offensichtlich der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens überhaupt nicht darüber im Bilde ist, welche bindenden und verpflichtenden Antworten sein Haus verlassen haben. Herr Dr. Richter, bitte sagen Sie der Versammlung, wer ist von VW da? Wer ist das Vorstandsmitglied, das mir in diesem Brief avisiert ist, dass das Team von Wolfsburg in Ingolstadt führt? Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, wer von VW, vom Vorstand zumindest hier... Hinter dem Vorhang schickte man sich an, einen VW-Mann lebendig vorzuführen. Können Sie gerne hören, das ist Herr Dr. Prinz. Aber Herr Dr. Prinz kann hier an den Verwaltungstisch keine Erklärungen abgeben. Dass, nein, das kann nur der Vorstand von NSU. Ich bitte mir den Paragraph des Aktiengesetzes zu nennen, der verbietet, dass ein Vorstandsmitglied einer Gesellschaft, die aufnimmt, wenn ich ihm eine Vollmacht gebe oder meine Stimmkarte gebe, zur Vertretung hier nicht sprechen darf. Wo steht das? Ich habe einmal einen Repetitor gehabt, der hat gesagt, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Im Paragraph 340 Aktiengesetz steht unter Absatz 4: Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung, die über die Verschmelzung beschließt, Auskunft auch über alle für die Verschmelzung wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, mit welcher der Verschmelzungsvertrag geschlossen werden soll. Herr Dr. Ertel, was Sie eben vorgetragen haben, ist völlig richtig, ist uns auch bekannt, nicht wahr? Und wir sind auch bereit, auf jede Frage, die gestellt wird, Antwort zu geben. Das sind aber keine Fragen, sondern das ist der Wunsch nach Erklärungen. Das ist was ganz anderes. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen Herrn Dr. Prinz vorstellen, Vorstandsmitglied des Volkswagen-Werks. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht die Bohne. Ich komme sehr gerne Ihrem Wunsch nach, hier einiges zu sagen. Sie haben mit Bemerkungen gegenüber dem VW-Werk nicht gespart. Wir respektieren das, nämlich wir sind der Auffassung, dass Sie das Recht haben, in Ihrer Hauptversammlung darüber zu diskutieren, was für Sie gut sei und nicht über das zu diskutieren, was für das VW-Werk.